Oh mein Gott, Leute, ich stelle euch heute 8 unglaublich geile Brawl Stars Update-Ideen vor, die ich mir dieses Jahr im Spiel wünsche. Die Rede ist davon, dass der Trophäenpfad angepasst wird. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Brawler. Und zwar ist tatsächlich die Rede von dem Brawler. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein richtig nices Video für euch vorbereitet. Und zwar stelle ich euch heute Brawl Stars-Update-Ideen vor, beziehungsweise Sachen, die ich mir unbedingt im Spiel wünsche. Ihr müsst mir unbedingt mal nach dem Video auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch für Brawl Stars dieses Jahr bzw. allgemein, was ihr euch für Brawl Stars wünscht, was eurer Meinung nach dem Spiel noch fehlt und was ihr ganz gerne im Spiel haben wollt. Denn ich werde auch tatsächlich ein paar Top-Kommentare an Supercell übermitteln, die mir ebenfalls gefallen. Vielleicht wird die ein oder andere Sache dann auch von euch ins Spiel mit integriert, deswegen gebt einen Daumen nach oben, interagiert mit dem Video, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die kleine Glocke, um kein neues Brawl Stars Video zu verpassen. Checkt auch gerne meine 2 anderen Kanäle aus, einmal den Kevin Spielt Kanal und den Kevin Light Kanal. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit der Idee Nummer 1. Und zwar ist die allererste Sache tatsächlich ein richtig geiler neuer Tick-Skin, Freunde. Ihr wisst es, Tick ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Brawler im Spiel. Allgemein, ich und Werfer, wir sind ja bekanntermaßen diesen hier. Und Tick ist ja auch aktuell noch der einzige Brawler im Spiel, den ich auf Rang 35 habe. Und das hier ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler neuer Tick-Skin. Und ich würde sagen, diesen Tick-Skin kann man sich tatsächlich für 10.000 Star-Punkte kaufen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Kommen wir zu Idee Nummer 2. Ich weiß, ihr alle feiert Minigames unglaublich gerne. Wenn ihr meine Minigames-Streams feiert, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, um mir zu zeigen, dass ich weiterhin Minigames auf meinem Kanal streamen soll. Und hier seht ihr tatsächlich einfach mal eine Minigames-Idee, nur dass das Ganze richtig im Spiel integriert wird. Ihr seht, hier aktuell läuft zum Beispiel Ems Only, das heißt, alle dürfen nur Ems spielen. Die Frage ist jetzt halt, welche Map und so weiter. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich alles random sein. Das ist halt einfach Minigames, wo man reinjoinen kann. Und ihr seht, als nächstes wäre dann Hide and Seek. Das wäre doch auf jeden Fall unglaublich geil, wenn es so eine richtige offizielle Möglichkeit im Spiel geben würde, einfach Minigames zu spielen. Und vielleicht, dass man die Minigames noch ein bisschen besser strukturieren kann. Zum Beispiel, dass die Zone einfach nicht kommt und so weiter. Das würde auf jeden Fall das Ganze deutlich vereinfachen. Und allgemein muss ich auch sagen, Minigames machen echt mega, mega Bock. Und das wäre doch auf jeden Fall eine coole Idee. Damit einhergehend habe ich tatsächlich ein richtig witziges Bild auf Twitter gefunden. Und zwar dieses hier. Das ist so ein bisschen Idee Nummer 3, die mit Minigames so ein bisschen einhergeht. Wie wäre es einfach mal, wenn jeder Brawler einfach mal so aussehen würde wie Sprout? Also alle Brawler so ein bisschen modifiziert. Und dann quasi Level 100. Und stellt euch da dann mal so einen Spielmodus vor, wo alle Brawler sozusagen geisteskrank OP wären und gegeneinander antreten können. Würde ich auf jeden Fall mega feiern. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Brawler ihr dann als allererstes nehmen würdet, wenn ihr so einen Level 100 Modus im Spiel austesten könnt. So, jetzt kommen wir auch tatsächlich zur ersten Brawler-Update-Idee. Und zwar ist es der Brawler Molian. Den habe ich, glaube ich, schon vor etwas längerer Zeit mal vorgestellt. Jetzt in dem Fall hier in dem Bild ist er tatsächlich legendär, aber ich kann mir Molian eigentlich als jede Seltenheit vorstellen, denn es wurde noch nicht offiziell vorgestellt bzw. bekannt gegeben von dem Designer, was Molian kann. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was kann Molian? Er sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus und passt auch wirklich echt gut so vom Design her ins Spiel. Was ich euch sagen kann, dass er auf jeden Fall ein Bad Randoms Mitglied ist. Das heißt, er gehört unter anderem zu Buzz. Und ihr seht hier in diesem Screenshot auch einfach mal, dass sogar Brawl Stars dem Original-Designer Molian einfach mal hier geantwortet hat und hat geschrieben, neues Hashtag Bad Randoms Mitglied. Wie krass ist das denn bitte? Der nächste Brawler ist tatsächlich der Brawler Victoria. Victoria ist tatsächlich ein Tank und ist somit der allererste weibliche Tank, den wir dann im Spiel drin haben. Das heißt, als Tank ist Victoria natürlich ziemlich, ziemlich langsam und ihre Hauptattacke ähnelt tatsächlich der Attacke von Bibi, wobei sie ihren Staubwedel zweimal vorne hin und her haut und macht dabei 900
100 Schaden. Als Hauptattacke springt Victoria in die Gegner rein und macht eine richtig große Staubwolke. Das ist dann so ein bisschen vergleichbar wie Ems und der Boxer. Das heißt, wenn Victoria auf einen Gegner drauf springt, macht sie so ein bisschen diese Staubwolke, beziehungsweise vergleichbar halt diese Wolke von Ems auf einem kleinen Radius und macht dann auch Schaden an den Gegnern, wenn die in dieser Wolke länger drin sind. So, der nächste Brawler ist tatsächlich May, auch wieder ein weiblicher Brawler. Mays Hauptattacke ist tatsächlich, dass sie Rahmen auf die Gegner drauf wirft. Das heißt, sie wirft Rahmen auf die Gegner und das Ganze kommt dann auch zurück. Aber nicht so wie bei Karl hat sie dann wieder einen Schuss, wenn dieser Rahmenteller zurückkommt, sondern ihr Schuss ist aufgebraucht und sie kann halt dreimal Rahmen werfen. Rahmen sind übrigens so Nudelteller, also ist so ein bisschen asiatische Nudeln, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Wobei ich tatsächlich glaube, dass ihre Ulti relativ schwach ist, weil sie da drei Blöcke von Tofu platziert in einer Reihe und die Gegner, die sich in der Nähe von dem Tofu aufhalten, werden geslowt. Keine Ahnung, findet ihr die Attacke gut? Die macht halt nicht mal Schaden. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Brawler. Und zwar ist tatsächlich die Rede von dem Brawler Cassie. Ihr seht jetzt hier einfach mal Gameplay eingeblendet und Cassie ist tatsächlich ein kostenloser Brawler aus dem Trophäenpfad. Das ist auf jeden Fall unglaublich geil. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an den Stu Brawl Talk erinnern vom 6.3. Stu war ja tatsächlich vor circa einem Jahr ein Gratis-Brawler, den man im Trophäenpfad abholen konnte. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob wir vielleicht dieses Jahr im März oder im April auch wieder einen Gratis-Brawler bekommen werden in Form eines Trophäenpfad-Brawlers. Das wäre wirklich so unglaublich geil. Bei Cassie haben wir jetzt leider keine Informationen, was sie kann. Aber das ist jetzt die letzte Brawler-Idee. Ihr könnt jetzt einfach mal abstimmen und Hashtag Molian, Hashtag Victoria, Hashtag May oder Hashtag Cassie in die Kommentare schreiben für den Brawler, den ihr am coolsten findet. So, Freunde, und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Trophäenfahrt sind, sind wir jetzt hier bei der letzten Update-Idee. Und zwar seht ihr jetzt hier erstmal ganz kurz eine Übersicht, was ich hier schon mal ungefähr meine. Die Rede ist davon, dass der Trophäenpfad angepasst wird. Aktuell ist es ja so, dass der letzte Brawler im Trophäenpfad bei 10.000 Pokalen ist, und zwar Stu. Ich denke dann, dass Cassie höchstwahrscheinlich dann bei 12.000 Pokalen ist. Das heißt, der Trophäenpfad wäre dann bis 12.000 mit interessantem Content gefüllt. Und danach, ab 12.000, ist dann sozusagen gar nichts mehr. Man bekommt nur noch Megaboxen und große Boxen. Aber bis 50.000 Pokale lohnt es sich rein theoretisch für den Trophäenpfad überhaupt nicht zu pushen. Und deswegen seht ihr jetzt hier einfach mal diese Update-Idee. Bei 40.000 und 50.000 Pokalen wären das dann aber keine Brawler, sondern exklusive Skins, die man bei der Höhe dann freischaltet. Ich meine, klar, es ist jetzt nur großer Fortschritt für die Leute, die halt schon viele Pokale haben. Aber allgemein ist das doch ein cooler Ansporn für alle, mehr Pokale im Brawl Stars zu pushen, weil man dann coole Sachen freischalten kann. Naja gut, Freunde, das waren jetzt hier meine Update-Ideen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Ideen und eure Meinung zu den ganzen Update-Ideen in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt die Videos aus Denkart aus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.